Heißt, die Konsole Breath of the Wild Let's Play. Das letzte Mal haben wir diesen Schrein hier gefunden. In irgendeinem so Steinteil-Dings, wo auf der Karte aussieht wie eine Krabbe. Und wir hören diese komische Musik. Und das werden wir hoffentlich nach dem Schrein auch rausfinden, wo die herkommt. Oder wir fahren einfach ganz weit weg, weil ihr habt es ja gerade gesehen. Wir können da gleich auf coolen Schienen fahren, das auch dieses Mal etwas länger scheint. Hoffentlich. Ich will mal auf so voll coole Achterbahn hier rumfahren mit Link. So, Spiel, voll toll. Das war voll nice. Das war echt voll nice. Elektroschleim. Ja, ja, kennen wir schon. Eieiei. Okay, eigentlich nur noch zwei Schreine, also mit dem hier noch zwei. Und dann haben wir erstmal den letzten Außerding und noch ein extra Herz. Ist da Wasser? Das ist Wasser. Willkommen, Bürger, mein Name ist Shoda. Ha, im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ha! Okay. Blaues Feuer. Blaues Feuer. Mäh, mäh, mäh. Ja, gut. Wie schnell fliegt es runter? Okay. Okay. Ah, shit. Das Einzige, das... Haben wir eine Waffe, die aus Holz ist? Nein, oder? Das Einzige, das bei uns brennen kann, ist ein Pfeil. Das ist ein bisschen scheiße. Und wir müssen anscheinend blaues Feuer darüber bringen. Was das Ganze ein bisschen schwerer macht. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt erstmal... Ey, komm her. Erstmal die Kisten holen. So wie es das gehört. Ja. Was? Es ist fies. Ja. Scheiße. Oh Mann. Okay. Nächster Versuch. Dieses Mal ein bisschen weiter rüber. Okay. Jetzt aber. Danke. Und was kriegen wir? Eine schöne Belohnung. Ja gut, ganz nutzlos nicht. Wir haben ja noch einen schlechten Bogen dabei. Was heißt schlecht? Einen nicht so guten Bogen. Den da. Und dann holen wir uns dafür den Königsbogen und dann schauen wir mal. Da hinten ist kein Ding. Gibt es noch irgendwo eine Kiste? Schauen wir mal. Gerade. Jupp, es gibt noch Kisten. So. Gut, dann tue ich das jetzt kurz gerade hier hin. Weil wir müssen es ja nicht mehr da hinten haben. Dann sollte das schon mal kein Problem sein. So, das eigentliche Problem doch nicht. Wir haben eine Fackel. Dankeschön, Spiel. Ja, tschüss. Nehmen wir die Fackel. Wenigstens kriegt man hier eine Fackel. Voll nett vom Spiel. Normalerweise kriegen wir nie was. So. Aha. Oh. Okay, hier ist Wasser. Man darf anscheinend nicht ins Wasser. So, wenn sonst nichts ist, kein Problem. Ja, so viel dazu. So viel zu, kein Problem. Ja! Sag ich doch. Kein Problem! Easy peasy. Scheiße. So, okay. Ich hab grad fast die. Ich war mir gerade echt nicht sicher, welche Taste. Gottverdammt. Okay. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Und zwar, es ist File Action angesagt. Kommst du? Ja. Geh doch. Ist ja eigentlich ganz einfach. Okay, wenn man hier nicht drauf kommt, dass man da vielleicht das Teil werfen kann, kann das vielleicht auch ein bisschen fies werden. Und sonst ging es ja bis. Es ging ja bisher ganz einfach. Und die Frage, wo das letzte. Die letzte Kiste ist. Oh. Nein, danke. Finde ich jetzt nicht so nett. Wir können es eigentlich für die Gegner da benutzen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. La 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 la. Oh. Toll. Funktioniert leider nicht so gut. Oh Mann. Egal. Ihr seid alle am Arsch, mein Kumpel.
Ey, nicht abschießen! Nein. Du bist als nächstes dran. Da hinten ist noch eine. Voll cool. Ich mag die Waffe. So, dich machen wir noch so kaputt. Ein Schlag. Heieiei, voll die Vernichtung. Easy. Ging doch. So, da unten. Ja gut, jetzt muss ich auch das Feuer einmal holen und dann war's das. Ja. Mann, ich hab gar nicht... Was soll ich denn wegwerfen dafür? Wir haben so gute Sachen dabei. Die gehen gar nicht so schnell kaputt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals so ein Problem haben. Unsere Waffen sind so gut. Gehen einfach nicht. Ah, die Fackel brauchen wir nicht mal. Aber erstmal, ich habe eine Idee. Wir können ja kurz aufmachen und dann können wir die Sachen nehmen. Dann werfe ich die Fackel weg. Kommst du? Danke. So. Doch, da hinten brauchen wir sie noch. Aber auch ziemlich easy. Okay. Voll. Oh. Wie fies. Ja. Das geht ziemlich schnell. So. Schau mal. Boop. Und boop. Bleibt es offen? Okay, die machen gar nichts mehr. Sehr schön. Ich will nämlich gerne kurz das machen, damit wir das mit Fackeln machen können. Dass wir die Fackel wegwerfen können. Gott verdammt. Okay, wir brauchen die Fackeln auch. Okay. Schauen wir erstmal, was in der anderen Kiste drin ist. Hoffentlich ist da nicht auch eine Waffe drin. Also, weil das ist ein bisschen uncool. Warte, welche Kiste war das? Oh. Ja. Nein. Ich mach das jetzt schon. Ein Feuergroßschwert. Eigentlich könnten wir sowas mal wegwerfen. Aber die sind so cool. Aber wir haben so viele Großschwerte. Ich glaube, ich werfe das wirklich weg. Und es kommen ja immer wieder solche Gegner. Also es sollte es nicht so schwer sein, an sowas zu kommen. Also den haben wir noch so ein, haben wir noch eine Menge Waffen. Auch bei unserem Haus haben wir auch noch ein paar Waffen übrig. Mit paar schon relativ viele. Also ich glaube, da gibt es echt kein Problem. So, das wird jetzt etwas fies. Wie machen wir das am besten? Nein, ich schieße... Oh, mein Pfeil! wackel nicht so, ich. Wie machen wir das am besten? Oh. Okay, dann ist es Zeit, den hier zu machen. So, der da kommt. Easy! Oh shit. Wirklich? Wirklich? Das geht nur eine bestimmte Zeit. Wie fies! Jetzt bin ich hier runter. Scheiße! Egal, wir haben den Weg erst schon frei gemacht. Mann! Oh Mann! Toll. Jetzt bin ich jetzt verwirrt. Wie soll das gehen? Wie sollen wir jetzt... wird wohl doch ein bisschen komplizierter als erwartet. So, hier unser schönes Teil, das mag ich mitnehmen wollen. Leider nicht. Wind war für eine kurze Zeit da. Ich weiß nicht wie. Machen wir mal den da ganz hinten. Das war zu hoch. Bow. Bringt nicht viel. Scheiße! Wie stoppen wir all die Teile? Können wir vielleicht... Stopp! Nein. Nur damit. Das ist jetzt blöd. So. Feuer! Feuer!
Hui, los! Ja! Da hinten ist noch eine Kiste. Die ist aber, glaube ich, magnetisch und ist da hoffentlich auch die letzte. Aber, okay, man kommt dran. Sehr schön! Hui! Komm her, meine Kiste! Ich will mich gar nicht zu viel bewegen. Das war ein bisschen gefährlich platziert. Danke! Solche Kisten mag ich. So, aha. Ich kann mir schon denken, was man hier machen muss. Wir brauchen das Feuer. Für die andere Seite. Oh. Und. Wir haben ja. Ich bin gerade zu dumm zum Laufen. Traurig. So, wir haben gelernt, man kann sowas machen. Und du gehst jetzt darüber. Oh ja! Easy peasy. Und hier ist schon wieder Gegner. Yo, was ist das für ein Riesenschrein? Ich find's cool, aber irgendwie auch heftig. Noch eine Kiste. Was ist los? Wow. So viele Kisten überall. Das ist mega. Oh, so ein Scheiß. Schon wieder eine Waffe. Aber ich will die gar nicht haben. Ich... Fuck. Aha. Tschüss. Das macht mich jetzt traurig. Ich wollte gar nicht wegwerfen. Dann ist noch eine Kiste. Vielleicht kriegen wir da eine bessere Waffe als unser Waldschwert. Egal, erstmal die Leute hier besiegen. Hier, wir haben... Das ist etwas doof. Benutzen wir mal das da hier. Hallo. Oder auch nicht. Weg hier. Ach, wir können ja gar nicht mehr brennen, oder? So, die sind jetzt einfach weggebrannt. So viele Waffen. So viele Waffen. Brauche ich nicht. Welche Lanze oder Schwert? Ne, machen wir ein Schwert mit. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so stark. Ja. Das ist sogar dieses Waldschwert besser. Traurig, traurig, aber wahr. Leider, leider. Wo ist das denn? Gib mir meine Fackeln. Da fackel ich nicht lange rum. Halt's Maul schon, wer? Okay, okay, ganz ruhig. Ich habe nichts getan, nichts Falsches, okay. So, das ist dann hoffentlich das letzte. Oh shit. Jetzt bin ich etwas verwirrt. So, was kriegen wir hier denn Schönes? Oh, wir brauchen das Waldschwert. Zum Glück habe ich es nicht weggemacht. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So. Ja. Wow. Easy peasy. So. Jetzt aber alle Kisten, oder? Ja, danke. Heilige Bananenbrotscheibe. Was auch immer das sein soll. Habe ich erfunden? Habe ich nicht erfunden. Es gibt bestimmt Bananenbrot. Oh, fertig. Was ein langer Schrein. Cooler Schrein, langer Schrein, beides. Ah, normal, voll gut gemacht, Junge. Du bist voll toll, ja. Ja, ja, gib mir mein Zeichen und hau ab. Ja, lass mal nicht. Steine hochheben. Kleine Tiere, ja, und kleine Krogs. Huiuiuiui. Moment. Wir haben ja jetzt unser Waldschwert. Brennt es einfach so an, nur wenn wir es draußen haben? Schauen wir mal. Jo. Das ist, glaube ich, nicht so toll. Also, hier auch machen wir so. Ja, ja. Eigentlich will ich hier aber nicht weg, weil hier macht es ein... Wir können uns ja hier wieder hinterportieren, aber ich will jetzt mal hier mit rumfahren. Also, ja. Jetzt wird gebombt. Heia! Oh, Moment. Du musst dich umdrehen. So. Nein, komm. Danke. Geht doch.
Nope. Jetzt. Ai ai, Captain! Ich weiß nicht, warum ich ai ai, Captain gesagt habe. Hier ist die Rammhand. Oh. Hier wäre ein Zwischenstopp, oder? Und jetzt auch hoch lang. Hier gibt's auch einen Zwischenstopp. Oh. Wären wir gerade fast runtergeflogen? So macht es. War hässlich. Hallo. Oh, es stoppt einfach. Ja. Hier wäre die Stadt. Gut, dann teleportiere ich mich kurz wieder hoch. Ich will nämlich gern wissen, wer da so toll rumtrompetet. Kashiwa kann es ja nicht sein. Der wird ja nicht trompeten, sondern... Genau. Wie heißt das Instrument? Shit. Fuck, ich hab den Namen vergessen. Ihr wisst schon. Das macht mich jetzt fertig, dass ich das nicht weiß. Eigentlich müsste ich es wissen. Shit. Ah, ja. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am besten raus? Einfach wieder da in die gleiche Richtung rausklettern, oder? La 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 la. Na, ich habe eine bessere Idee. Erstmal die Füße verbrennen. Ist natürlich Nummer 1. So, du kommst hier rein. Dann Bomben. Puh. Bomben. Und dann. Stopp. Okay, so einfach stoppt es nicht. Können wir hier hinten stoppen. Nicht so schlimm. Bye bye! Irgendwo hier muss ja einer sein, der rumtrompetet. Oder ist es einfach nur irgendwie mal Musik? Es kann ja nicht sein, dass hier ohne Grund Musik ist. Es geht gar nicht. Das ist Breath of the Wild. Hier gibt es nicht einfach ohne Grund Musik. Es ist ja höchstens eine Stadt oder sowas. Aber nicht ohne Grund. Ich höre keine Musik mehr. Ich glaub's nicht. Wie? Was? Das glaube ich nicht. Es geht gar nicht. Irgendjemand muss hier sein. Nein? Wow. Das macht mich jetzt echt fertig. Dass sowas möglich ist. Irgendwelche doofen Gegner überall. Was? Bist du... Ey! Das war ich übrigens. Es ist nicht wegen der Lava kaputt gegangen. Nee. Was hat das Geräusch gemacht? Ist mich verwirrt. Du bist doch... Ist das ein Stein? Der will nicht raus. Das ist bestimmt so ein Scheiß. Aha! Oh. Schnell! Ja! Die kriegt man also einfach gar nicht raus. Okay. Hier, für dich. Fleder. Für euch beide. Ein nettes Geschenk. Ja, ganz ruhig. Wo kommen denn die ganzen Gegner her? Überall so kleine Popelgegner, aber Gegner. So, ihr seid auch noch da. Rotonit. So. Das ist jetzt vielleicht eine doofe Idee. Ich hätte nämlich gern die Ärzte. Eigentlich soll ich es also auch nur hier raushauen und... Bye bye! So, da hinten sind nur ein paar Schleim... Okay, scheiß auf die. Ich gehe jetzt noch da oben hin und dann gehen wir da nach oben lang und... Ja, die Musik habe ich jetzt nicht gefunden. Aber die war halt anscheinend einfach so da. Auch nicht schlecht. Was mich zwar echt verwundert, weil sowas passiert eigentlich nicht, aber egal. Hier würde ich. Oh. Nein. Okay, da geht's einfach nur lang. Wo schauen wir jetzt? Wir schauen einfach nur in ein anderes Gebiet. Ist hier noch irgendwas Schönes, Tolles, Besonderes? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier vielleicht?
Die erschreckt mich immer so, die Dreckskerne. Ihr Drecksäcker hier, ich mache euch kaputt. Oh, jetzt kann man ja... Hallo? Oh. Nein. Runter da. Von deinem Körper. Einfach draufhauen. Die treffen halt eh nicht. Die großen Gegner treffen halt irgendwie nie. Nein. Ein paar Knochen einsammeln. Boah, so viele. Die Farbe hat sich schon wieder. Ist schon wieder ein Blutmond oder was? Oder bin ich einfach zu nah ins Vulkangebiet? Ans Vulkan, okay. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu nah ins Vulkangebiet gekommen. Oh, ist hier sonst noch was? Nee, oder? Ein paar popelige Gegner. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier lang. Oh, hier ist wohl nichts. Irgendwo, irgendwas muss hier sein. Da hinten fängt Wald. Oh, nee. Auf das Gebiet habe ich jetzt keine Lust. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier. Hier lang. Ich glaube, das ist ein ziemlich großes Skelett. Und wenn es ein Vulkan. Nicht Vulkan, ein Wal ist, muss ich davon noch ein Bild machen. Was ich gerne machen würde. Erstmal ein bisschen rumschauen. Huh. Ja, es ist, glaube ich, das, was ich suche. Ein... Ja gut, ich weiß nicht, Wal, der hat da so einen komischen Fuß. Wahrscheinlich nur eine Flosse. Eine Knochen von einer großen Flosse. Weil Wale haben ja bestimmt Knochen. Das wäre verrückt, wenn nicht. Ich meine, diese Kreten sind ja eigentlich auch Knochen. Nur halt, Wale müssen ja richtig fette, feste Knochen haben, weil so große Wesen, die würden ja... Ja, ihr wisst schon. Wäre schon ein bisschen doof für die Wale, glaube ich. Ja, erstmal ein Foto von machen. Kamera. Okay. Jetzt nochmal. Gerade fast verkackt. Natürlich. Natürlich kommen die Leute wieder angeschissen. Nein. Oh, ich habe gerade fast verkackt, weil ich nicht nah genug dran war. Und weg mit dir. So. Da ist noch ein Kollege. Tschüss. Sonst noch was? Davon haben wir jetzt einen... Gibt es hier auch noch einen Schrein? Ich meine, bei der Fee gab es einen Schrein, aber das wahrscheinlich, weil es eine Fee war. Also kann es auch gut sein, dass hier keiner ist. Yo. Einfach mal ein Feuerrohrschwert. Okay, das sind Eisgegner. Ist was? Machen wir die so fertig. Das sind auch weiße Gegner, was ein bisschen gefährlich ist. Hey Kumpel, was geht? So sind ein paar viele. Ich kann Problem. Mit Elektro zu arbeiten. Oh, ja. Planänderung. Wir machen so. Alter, die weißen, die halten so viel aus. Was ist los mit denen? Verreckt. Ich habe hier voll das starke Doppelschwert. Die verrecken einfach nicht. Heilige. Kaputt mit dir. Yo. Halt nicht viel aus. Das kann nicht sein. Heftig. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie so viel aushalten. Unsere Waffe ist fast kaputt. Und hier ist ein schönes Feuerschwert. Sogar eine Einhandwaffe. Also weg damit. Wind? Warum Wind? Ist, will ich das wissen. Ja! Ich glaube, wir müssen hier hochfliegen. Kann ich hier bitte auch... So. Oh ja! Fliege, Link! Flieg bitte, flieg hoch! Gottverdammt. Ich würde gern ein Stückchen von diesem tollen Drachen haben. Denn den brauchen wir, soweit ich weiß. Für was? Nur für was? Für irgendwas haben wir ihn gebraucht. Komm schon. Komm schon! So. Hui. Sehr schön. Oh, haben wir. Eltra, Schuppe, fuck you. Boah, so viel Feuerwaffen.
Oh doch, hier ist eine dumme, die brauchen wir nicht. Weg damit. Okay. Es ist halt doof, dein. Oh. Seht ihr, was ich sehe? Heilige Scheiße, wir sind bei 25 Minuten. Okay, das ist auch okay. Aber ich sehe da hinten auch noch was anderes. Das mach mal. Ist da weit. Oh shit. Ich glaube, den machen wir doch nicht nächste Folge. Aber ich markiere ihn schon mal. Ich glaube nämlich, das ist ein weißer. Ein weißer Leute. Sieht auf jeden Fall stark so aus. Und wenn es ein weißer Leute ist, dann habe ich ganz schön Schiss vor dem und will jetzt noch nicht gegen ihn kämpfen. Aber ich habe ihn schon mal markiert. Und wir werden ihn auf jeden Fall schon mal irgendwann besiegen. Wir werden alle Halbboss-Gegner noch irgendwann besiegen, allein für eine Quest schon. Und ja, ich werde jetzt aber erstmal die Folge. Die geht schon voll lang. Habe ich echt nicht erwartet. Hoppala. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.